Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Und heute, also wie war's heute? Letztes Mal sind wir in das neue Gebiet rein und wir sind auf einen Boss gestoßen, und zwar den alten Lindwurm. Und ich habe da schon eine vage Vermutung, wie wir den killen. Ich sag nur Sturzangriff von oben. Heißt für mich von oben angreifen, irgendwie. Weil man kann hier nämlich in dem Gebiet, das ganze Gebiet eigentlich ablaufen, während der Boss da ist. Also heißt das für mich, man muss irgendwo, muss man den anders killen als, ja, hier im normalen Kampf, sage ich mal, wenn man den einfach zu wenig Schaden macht. Ich glaube, ich habe die Stelle eigentlich auch schon gefunden, bloß irgendwie stelle ich mir noch ein bisschen zu blöd an, dass ich den richtig erwische. Gegner hier ein bisschen killen, wenn es geht. Ah, genau, passt. Optimal. Kriegst für mich noch eine drauf. Zack. So, jetzt mal schauen, weil hier kommen gleich irgendwie Gegner auch von oben. Die gleich killen. Äste sind jetzt wurscht. So, alles klar. Hier hoch. Ah, die ist scheiße einfach. Ah, und schon wieder down. Muss ich schauen, dass ich den irgendwie pullen kann. Okay, und gleich nochmal durch. Kann doch nicht so schwer sein. Haben wir eine Loot rein. Haben wir ja genug.
dann schauen wir mal. Ja. Bäm. Drachenkopfstein, alter Lindwurm. Oh, ist jetzt geil. Drachenkopfstein. Hä, wo bin ich jetzt? What? Schauen wir mal, was Drachenkopfstein, was das ist. Drachenkörperstein, oder wie? Nein. So war es jetzt nicht. Drachenkopfstein. Drachenkopf erlangen. Drachenhauch verströmen. Von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein. Teil des geheimen Rituals des Drachenglaubens. Du hältst einen Drachenkopf und verströmst Drachenhauch. Kann bis zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Diejenigen, die den Pfad des Drachen beschreiten, streben nach der perfekten Imitation. Dieses Ritual stellt nur einen der Schritte dar. Okay. Kann man anscheinend sich so einen Drachenkopf aufsetzen, imitieren? So. Was ist denn das Gegner? Nee. Oh, was ist denn das schon wieder? Ah, hier ist ein Leuchtfeuer. Okay, okidoki. Haben wir schon wieder mal Oh, was ist denn das jetzt? Ach Mensch. Na komm her. Alter. Hallo. Jetzt bin ich mal dran. Kamerad. Boah. Okay, glaube ich muss eine schnellere Waffe nehmen. Die ist ein bisschen zu langsam. Wie sind meine Seelen hier hinten? Nice, 80.500, okay. Okay. Dann reden wir jetzt nochmal weiter, oder? Ich glaube, dieser scheiß Ritter kommt. Der hat doch vorher jemand geklingelt. Wo ist die Klingelfrau? Ah. Alter.
Alter. Komm. Komm her. Alter, was machen die Schaden, Mensch? Lass probieren. Alles klar, ich muss irgendwie die Tussi finden, da die Glocke läutet. Die tut die nämlich beschwören, anscheinend. Da werden wir gleich mal gucken. Okay. Dann schauen wir mal hoch nochmal. Die muss irgendwo in dem hinteren Bereich sein. Also so kommt sie wenigstens vom Headset her vor. Ah, da ist er. Zurück im Puff. Ah, der steht auch schon wieder da, der Colin Klaus. Aber ich könnte den eigentlich schon. Ich brauche meine Seelen. Komm, legen wir um jetzt. Komm her, so stark ist der nicht. Aber dass sie nicht heilen tut. Naja. Alter! Komm her. Du kannst gar nichts, kannst du. Bams. Okay, du kannst doch was. Jetzt ist aber Ruhe hier. Die 4000 nur. Havels Großschild. Geil. So. Seele des ermüdigen Ritters. Schauen wir uns hier oben noch ein bisschen um, würde ich sagen. What is that? What is that? Drachentöterspeer. Geil. Jetzt hier lang? Ne, hier will ich noch nicht lang. Drachentöterspeer. Cool. Okay, von unten sind wir gekommen. Ich würde sagen, wir gehen hier oben weiter.
wenn sie dann weitergeht. Fahrstuhl? Vielleicht ein Shortcut? Ah, alles klar. Okay. Sehr gut. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt hier weiter oder nicht? Komm, wir fahren wieder hoch. Da geht's auch lang. Okay, da geht's lang. Von hier sind wir gekommen. Das ist Leuchtfeuer. Gehen wir hier mal lang. Okay. Boah, was ist denn das schon wieder? Alter. Nein, ich werde runterfallen. Titanitschuppe. Nur wenn meine Estus nehmen, sicher, sicher. Weiß ja nie, was hier noch für Schlingel rumrennen. Titanitschuppe. Ah, genau. Hier war die Leiter zu dem Lindwurm. Genau, verstehe ich. Okay, hier sind wir in dem oberen Bereich. Oder? Hä? Ja genau, das ist der obere Bereich. Können wir eigentlich mal hier weiterschauen. Da unten ist ja eigentlich das Tor gewesen, oder? Ja, okay. Das ist der untere Bereich. Dann gehen wir hier oben mal weiter. Großen Lady. Gehen wir da gleich mal hoch. So, hier liegt Loot. Funkeltitanit. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht mehr hoch, also muss es hier weitergehen. Estus nehmen. So. Okay. Okay, hier war Bossraum. Okay, ich würde aber sagen, wir machen jetzt wieder Schluss mit der Folge. Ich gehe nur schnell zum Leuchtfeuer. Und dann würde ich sagen, machen wir natürlich in der nächsten Folge weiter in dem Gebiet. Und die würde mich echt freuen, wenn er wieder einschaltet. Okay, die Typen hier, komm her. Ruhe.
Genau, würde mich echt freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr mir auch ein Abo da lasst, würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, euer Andi.